So, und damit kommen wir zurück zu Let's Play Terraria. Ich habe ein kleines Aufnahmeproblem, Fehlerchen kurz entdeckt. Ich habe eben schon den Boss erwachen lassen und das ist ein kleiner Fehler. Entschuldigt das. Der Boss beginnt mit der Musik. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich ihn so beginne, jetzt den Bosskampf. Ihr seht schon, ich bin nicht gerade vorbereitet jetzt, wie der jetzt hier kommt. Nicht lang rumfaxen, wir beginnen den Fight. Oh, das war dumm. Was haben wir damals beim Weltenfresser gelernt? Zuschlagen und einfach nur darauf hoffen, dass wir den Typ töten. Weil mehr tun wir nicht bei dem Kampf. Es ist einfach, ich finde, es ist der einfachste Bosskampf. Viel einfacher als gegen Shultulur. Weil es ist halt einfach nur dieses Draufgekloppe und Geömme. Mehr ist es nicht. Man wird getroffen, es passiert einem nichts. Es zieht so wenig Damage ab, dass Shultulur viel mehr Schaden macht, glaube ich. Damit ich mich irre. Jetzt oben da hinten. So, sag ich doch. sorry, aber ich finde den Bosskampf viel zu einfach gemacht. In meinem ersten Let's Play zu Terra habe ich ja sogar gedacht, ich sterbe in dem Kampf. Doch dabei habe ich viel zu viele Leben gehabt. Das sind drei Welten besser. Oh, jetzt sind vier. Aber so viele Herzen hier bekommt, braucht man gar keine Tränke schlucken, weil man wird einfach viel zu schnell geheilt. Ja, da kann ich zwar, glaube ich, die Karte aufmachen. Da passiert nicht viel. Easy. Was macht der hier unten eigentlich? Tada! Voila! Okay, Weltenfresser besiegt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es dann heißt Fight gegen den Knochenfluch Skeletron. So heißt auch der Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.